Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Rising World. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt bin ich ganz aus dem Konzept, weil das Schwein gegrunzt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das noch gehört. Direkt beim Aufnahmestart. Witzig. Gut, wir wollten heute ein bisschen was mit dem Computer machen und zwar Poster anbringen. Wo sind sie denn hin, die Poster? Hallo, hallo, Poster? Achso, gut. Dafür müssen wir mal Bilder hochladen. Ich habe natürlich auf meinen Desktop welche raufgeschmissen. Und zwar nicht das hier, nicht das hier. Nein, nein, nein. Avon, das sind Thumbnails. Das hier zum Beispiel. Mal gucken, wie das aussieht, wenn man das in der Größe verändert. Ach, der sieht scheiße aus. Das ist immer der weißen Rahmen. Okay, das Bild ist in der Fritten. Ach, jetzt habe ich es da angebraut. Und weg ist es wieder. Ein Monitor und eine Tastatur kann ich euch aber anbieten. Die müssten eigentlich eine vernünftige PNG-Datei so sein. Und das ist dann hier der Tower. Okay, der ist nichts geworden. Verdammt. So. Kann ja passieren. Wir haben ja Gott sei Dank massenweise Bilder gemacht. So, wie ging das denn nochmal? Ich will das jetzt nicht setzen. Gut, boah. Hochladen. Keyboard. Bild auswählen. Bild verwenden. So, jetzt seht ihr, warum ich da den Klotz hin gemacht habe, weil auf den Tisch geht es nämlich nicht. Ne? Und das sieht echt seltsam aus, ne? Aber es macht gar nichts. Wie rum muss denn das Ding? Das ist ja total... Das ist zu groß. Das ist auch nichts geworden. Ja, da müsste ich ja eine... Also mache ich die kleine, sieht die nicht mehr so schick aus. Oder? Also es wird total ver... Ach, das müsste eigentlich gehen. Die wird ja nur hübscher, ne? Ach doch, das geht. Habe ich doch nicht versemmelt. Alles klar, schön. Sieht irgendwie sogar dreidimensional aus, ne? So, wegen der Holzlatte, die wir jetzt entfernen dürfen. Und das Bild bleibt Gott sei Dank drauf liegen. Sehr schön. Dann noch ein Monitor. Die Tastatur ist ein bisschen groß, ne? Na gut, wir können das alles noch fein optimieren. So, Bild hochladen. Laptop, ne, Laptop. PNG. Das war mein Monitor, mein geplanter. Auswählen. Verwenden. So rum muss der. Okay, mein Handy blinkt. Dein Video steht auf YouTube bereit, aber nicht das hier. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie schön wir den da auf den Tisch stellen können. Oh nein, da fehlt ein Mikrozentimeter. Das ist nicht schön. Habe ich noch eine Latte da? Ein Holzbalken. Holzstamm. Ist alles egal. Oh, das ist also ein bisschen... Wie viele Stämme habe ich denn? Okay. Wir sind fleißig. So. Das wird Chaos pur, sage ich euch. Dann versuchen wir das nochmal mit dem Bild. Oh, der ist aber schwer ranzukriegen. Vor allem gerade. Schul stört. Ja, weil es ja auch ein rundes Ding ist, ne? Naja, wir waren gerade voll in Action, deswegen... ist er schief. Irgendwie sieht er... Es ist ja nur ein Bild. Eigentlich müsste das Papier dünn sein. Das sieht aber optisch tatsächlich so aus, als ob das... ein bisschen dicker wäre, das Ding, ne? Aber in Wirklichkeit ist es nur Mikromillimeter dünn. Okay, die Tastatur ist viel zu groß, ne? Die ist viel, 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 viel zu groß. Okay, ich mag so eine Fummelei an so einem Spielen. Das macht einfach nur Spaß. So. Tastatur. Oder Keyboard auch genannt. Bild verwenden. Das haben wir da. Ach, kacke. Wieder was vergessen. Wie immer. So. Du musst schrumpfen. Latte, du musst wirklich schrumpfen. So. Bisschen sehr hoch, ne? Aber ist egal. Machen wir mal unser winziges Keyboard da dran. Und schrumpfen es noch. Wow. Nein, so klein darf es auch nicht sein. Also halt so eine realistische Größe haben, ne? Das Kabel geht durch den Tisch durch. Das habe ich da so verlegt, damit das so optisch schöner aussieht. Okay. Sehr schön. Jetzt fehlt natürlich nur noch ein Bild auf dem Monitor, aber ja, mal schauen, was wir da so raufhauen. Wahrscheinlich mein YouTube-Kanal oder so. Gut, was geht hier oben ab? Wir waren noch nicht einmal raus. Oh, was ist schön, die Sonne ist
Machen wir meine Birken, machen wieder Terror. Hier ist das ganz schick. Mal gucken, ob Kinnicks Garten schon auf ist. So, kein Geschenk, kein gar nichts. Unsere wunderschöne Küche. Oh ja, die Birken, die machen Chaos. Oh, richtig Chaos. Und was ist eigentlich mit Steffi? Ich hör's doch grunzen hören. Gerade, es sollte eigentlich ein Schwein mehr sein, anstatt ein weniger. Aber das funktioniert nicht so gut mit den Schweinen. Eins ist uns auf jeden Fall ausgebüxt. Der Elefant. Ich bin's und Lumpi? Oh, meine Frau hat mich verlassen. Sie hat mich verlassen. Wo bist du, Steffi? Die trächtige Steffi ist weg. Naja, wer weiß, wo sie jetzt rumdümpelt. Alles klar. Schön. Unsere Palme ist auch gewachsen. Ja, wunderschön hier alles. Nur Chaos habe ich wieder gemacht. Meine Holzplantage. So. Holz brauchen wir eh. Müssen wir ein bisschen fällen. Was haben wir denn hier für coole Bäume hingepflanzt, ey? Schöner Mischwald. So, hauen wir jetzt erstmal alle Birken um. So. Es muss ja so ein bisschen Ordnung muss ja sein, ne? Ich habe den Eindruck, das soll irgendwie länger das fällen. Ja, mach das mal in echt, ne? Dann wird das ewig und drei Tage dauern. Und du wirst wahrscheinlich ziemlich K.O. danach. So. Boah, viele Birken, ey. Aber ich habe wieder Chaos verursacht. Wie immer. Aber dafür haben wir erstmal eine dicke Ladung Holz. Eine ganz dicke Ladung. Ich wünschte mir noch eine Kettensäge, liebe Entwickler. Das wäre noch was Feines. Hello. Der Elefant ist einfach der Knaller. Da wackelt's. Oh, jetzt habe ich einen Baum gefällt. Also, klein gemacht. Neue Setzlinge. Ah, das sieht ja aus. Wahnsinn. Lumpi. Warum kann ich jetzt Lumpi lesen? Jetzt hänge ich doch bestimmt am Baum klein, oder? Ja, also nicht. Was für eine Maloche? Ein Baum gefällt, Mist. Also klein gemacht. Ich glaube, wieder nur Blödsinn heute. Bei mir ist es aktuell 14.21 Uhr. Die Klimaanlage läuft, 23,7 Grad, angenehme Temperatur. Draußen ist gar nicht so schlimm heute. Meines Erachtens nach. Aber trotzdem, wenn man so eine Klima hat, dann will man sie auch haben. Es ist einfach nur gemütlich. Das dann alle? So. Das war nicht meiner, ne? Ne. Ach du Scheiße, wie es aussieht. So. So sieht das aus, wenn Timmy Bäume fällt. Pures Chaos. Hui. Okay, lass uns den mal klein kloppen. Denn wir wollen ja noch einen Campingplatz haben, ne? Der wird natürlich nicht direkt hier gemacht, nein. Alter. Camping ist ja natürlich im Urlaub. Und das am Meer wahrscheinlich. Irgendwo muss ja Wasser sein. Ach, ich liebe diesen Elefant. Kinnick. Aus Versehen... Erfreust du mich damit mega. Diese Elefantengeräusche immer. Was ist das denn? So. Das ist der Turbogang, der geht auch. Cool. Muss man halt dementsprechend klicken. Oh. Das ist ja auch wesentlich schneller mit, ne? So. Wie sieht's jetzt hier aus? Chaos pur? Nö, ne? Aufräumen. Was
ist das? Eine Wurzel? Was will er denn da aufheben? Achso! Blödsinn. So. Ja, guck mal hier. Das gibt eine Ladung Holz, würde ich sagen. Du bist der eine größer als der andere. Sieht sogar unterschiedlich aus, ne? So. Das macht sogar Spaß. Man kann sich hier schon die Zeit verbringen mit lustigen Sachen. Ach, deswegen sah er so anders aus. So, weil das war gar kein Stamm, das war ein Stamm, aber den liegen da. Heide Witzka. Wie viel habe ich denn hier jetzt gefällt? So. Boah, was eine Arbeit. Da waren aber auch ein paar Bäume, ne? Ja, manchmal stehen sie daneben. Dann sehen sie aus wie gefällte Bäume. So. Das sind ja gefällte Bäume. Ihr wisst doch, was ich meine. Mein Gott. Jetzt können wir so die Stämme noch wegpacken. Es geht ja Gott sei Dank schnell, wenn man hier so ein bisschen Klick macht. Wenn man es nur gedrückt hält, macht er so. Klicken. Ist halt so möglich. Das kostet aber viel mehr Power. Viel Arbeit. Und jetzt buddelt man eine Wurzel aus. Das ist auch ein Haufen Maloche. So, trinken haben wir nicht mehr. Weil wir kriegen gerade Durst, sehe ich da unten. Steffi, wo bist du? Und man kann die unendlich oft auffüllen. Ulkig. So. Unsere gute Axt. Die hält Gott sei Dank ewig. So. Klick, 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 klick. So. Schön, aber das ist ja herrlich. Ja, der Campingplatz. Ein Traumprojekt von mir. Bin schon ganz neugierig. So. Schönst. Ah, die Bäume mit den Gemüse, wollte ich gerade sagen, mit den, oh, die Gemüsebäume, die lasse ich mal da. Die stören jetzt nicht. Die mag ich eigentlich ganz gerne. Aber wenn wir aufkommen, dann gehen wir mal ein bisschen heute wandern und mal gucken, was die anderen so gemacht haben. Ich habe schon lange nicht mehr den Server so begutachtet. Vielleicht fehlt mir schon eine schöne Campingstelle dann. Mal schauen. Hab ich mal was vorgenommen heute hier, ne? Aber das muss ja gemacht werden, sonst verunstalte ich die ganze Gegend hier mit meinen ganzen Birken. Dann fliegen, die schmeißen mich noch aus der Nachbarschaft raus hier. So. Ah, ist langsam wieder frei, ne? Sehr schön. Oink. Und wir haben Tonnen von Holz. Okay. Ein Zitronenbaum. Apfelbaum. Apfelbaum. Kirsche. Kirsche. Komm, dann hauen die jetzt um. Was soll's. Da kommen bestimmt neue Kirschen raus. Ohne die vorher zu pflücken. Sehr intelligent. Ja, da ist eine neue Kirsche entstanden. Eine zwar nur, aber egal. Gepflückt. Beim Ufer. Oh, das glaube ich war mehr. Hier, Holz. Dann haben wir jetzt drei Kirschen aus. Zwei macht drei. So. Ist natürlich eher so schwieriger zu sammeln, Setzlinge. Aber Kinnick, sein Markt, will das ja vollbringen hier, ne? Kein Setzling, ne? Da. Oh. Wieder voll. Dann können wir wieder auch ein paar Poster können wir wegpacken. Momentan brauchen wir sie noch nicht.
So, dann haben wir wieder alle Bäumsken weg hier. So, Gott sei Dank. Oh, noch einer. Sehr schön. Bei Zitrone habe ich Angst. Wir hatten nur eine Zitrone. Aber egal. Risiko muss sein. Ja. Eine neue ist geboren. Das war ein Apfel. Nein, ich habe keine Zitrone mehr. Naja, ist Schicksal. Holen wir uns eine neue irgendwo. Die Welt ist ja groß genug. So, aufgeräumt. Guck ich das mal an. Oh. Warum liegt jetzt ein einzelner Apfel da? Das gibt's auch. Ach, da liegt dann auch der Apfel. Der fällt jetzt runter, anstatt in den Nichts zu verschwinden. Ist ja interessant. So, was habe ich denn jetzt für einen Kommentar bekommen? Ja, muss ich mal kurz lesen. Oh. Das macht ja nichts. Die Palme bleibt. Die sieht gut aus. Okay. Die passt überhaupt nicht rein, ne? Alles klar. Lass uns mal gucken. Was haben wir überhaupt an Holzes gesammelt? Wow. Und manche hätte da Latten draus machen können. Schönst. Schönst, schönst. So. Kinnick sein Haus. Der hat mich extra gefragt, wie lange der Server wohl noch on ist, weil sein Haus sehr viel Arbeit ist. Keine Sorge, Kinnick. Das bleibt noch eine Weile bestehen, alles hier. Ach du Scheiße. Aber bei ihm brechen sie wenigstens nie aus, ne? Das ist das Gute bei ihm. Sein mega... Boah. Ey, sag nicht, das ist ein Gewächshaus. Ich verstehe. Boah, wie cool. Herr Kinnick will ja den Mega-Versorger machen. Das sieht ja mal mega aus. Kinnick, du bist verrückt. Du bist einfach verrückt. Boah, was für ein Gelände der hat, ne? Mit was für ein Kram alles. Wahnsinn. Sachen aus Holz. Werkzeug. Flecki und Klopfer. Ein Hase und ein Hamster. Wow. Oh. Fleckis. Ach, wir sind bei Flecki. Er hat sich schon die seltenen Tiere geholt. Die sollten bestimmt da drin sein, ne? Da kriegen die irgendwie hin, die Tiere. So. Boah. Was steht da? Dieses Gebiet hat sich Kinnick gekrallt. So, da seht ihr. Viele, viele Menschen. Sehr schön. Irgendwo ist auch die neue Franziska. Aber wir entfernen. Ich will mal zu Franziska. Mal gucken, wo sie sich denn niederlässt. So. Das geht natürlich schneller. Wow. Turbogang. Jetzt machen wir wieder... Also das verstehe ich in dem Spiel nicht, ne? Irgendwie näher kommen ist hier super schwer. Man denkt immer, dass sich der andere Charakter bewegt oder so. Okay, irgendwo hier muss Franziska sein. Na, seht ihr? Ich fliege in eine Richtung, wird wieder mehr. Dann drehe ich mich um. Dann wird es wieder weniger. Aha. Fupp. Kann mich nicht sehen. Nur ein riesiges Rätsel für ein Spiel über meinen Namen. Warte mal, ich hab eine Idee. Oh, jetzt hat sie mich gesehen. Ich wollte eine Zitrone hinlegen. Hallo. Hi. Ganz frisch am Bauen. Wenn die Maus wackelt, dann wackelt der Kopf ganz komisch. Danke. Ich finde die Zitrone noch nicht. Okay, bin weg. So, schön. Lass den mal bauen, das gucken wir uns später auf jeden Fall an. So, Kinnick sein Überwerk. Oh, guck mal hier. Es ist so viele Sachen sind hier entstanden. Ich kann ja nur sagen, ein Traum. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so viele Spieler jetzt zusammenkriegen. Quer gespielt. Der Name gefällt mir. Was haben wir denn hier? Stein. Oh nein, Stein. Und was ist ein kleines Loch da? Okay. Ich glaube, die Sonne geht schon wieder unter, ne? Kann das sein? Ich habe schon wieder vergessen, wie die Uhr aufgemacht wird. Ich vergesse das aber wirklich immer. Damit. Oh, für eine Ohr. Okay, jetzt ist schon wieder spät, ey. Krass. Hui.
Da waren wir jetzt einfach nach. Okay. Oh! Man kann überall hinfliegen. Überall sind sie. Es ist so cool. Boah, was für ein schönes Haus. Da ist auch ordentlich was geplant, ne? Gut. Da fliege ich eigentlich in der Region, wo ich schon mal war. Ey, was ist los? Kommt die Map nicht nach? Ach ja, die ganze Welt kommt nicht nach, ne? Also hier war ich auf jeden Fall schon mal. Auf zum Sonnenuntergang. Hier leuchtet schon ganz verdächtig. Oh Gott. Ach, das ist das Haus vom Dings. Ja, ich weiß. Opa irgendwie. Zu viele Namen, sorry. Echt schön aus. So. Gefährliche Nachbarn hatte aber. Upsa. Ich will mal eine Dungeon finden. Ich habe noch nie eine Dungeon gefunden, außer wo ich eine extrem gesucht habe und dann habe ich ja als Startvideo gezeigt. Aber die Welt kommt gar nicht nach so schnell. Elefanten? Jetzt kenne ich bestimmt seinen Elefanten geklaut. So. Ja, hier wird es ein bisschen schwieriger, Leute zu finden. Ich habe mal L gedrückt. Aber die Performance ist auf jeden Fall besser geworden vom Spiel, weil früher gab es ja immer Probleme mit dem Laden der Map. Jetzt sind wir zum Beispiel, hier haben wir so eine Bäume, aber das geht ja so schnell. Ein guter Server halt. Dass die Map dann nicht nachlädt. Fliege ich ja aus dem Spiel raus. Ich fliege zu weit. Schönes Gebirge hier, ne? Naja. Okay, ihr merkt, ich mache nur Blödsinn. Ich will mir eigentlich noch gerne mehr angucken. Warum fliege ich eigentlich so weit weg von zu Hause? Das ist dumm. Er hat es nicht mehr geschafft, die... Cool. Das hat so funktioniert. Hätte ich nicht gedacht. So. Tisch knarzt. Ich habe irgendwas von Pyramiden gelesen. Ich weiß ja nicht, ob das echt war oder ob ich das geträumt habe. Das wäre ja mal interessant. Zu sehen. Na? Schön. Hat was von dem Restaurant. Gut beleuchtet auf jeden Fall. Also am Ende sind alle sauer, weil ich nicht ihre Wohnung zeige. Wie schön mit dem Blau, ne? So. Boah. Was für eine Welt entstanden ist. Ich finde das so faszinierend. Eine nicht geladene Welt sieht man an den Bäumen. Boah, das geht doch schnell, ey, geil. Früher ist man da immer hängen geblieben. Über die Baumgipfel fliegen. Schön dichter Wald. Sieht echt gut aus, ne? Ich bin voll das Raumschiff hier. Das sieht auch nicht natürlich aus. Ach, das ist so eine Hütte. Aber da Wege gibt, wird sie wohl schon geplündert worden sein. Ach, ist das nicht der vom LP Schmiede? Nee, ist er nicht. Wo wohnt LP Schmiede? Was ist LP Schmiede? Sein Turm eigentlich. Oh, da macht sich aber einer zu zweit gemütlich. Überall, wo man ist, auf einmal kommt eine kleine Hütte. Ist super witzig. Da ist er. Finde ich echt cool. Wir müssen überlegen, dass der Server passwortgeschützt ist, ne? Was, ich wollte schon sagen, warum leuchtet es denn hier? Wir sind jetzt nahe zu Hause. Wo ist denn meine Affenbude? Das ist definitiv nicht meine. Ach, wir sind schon weit dran vorbei. Meine Affenbude, wo bist du? Da ist der Kompass da. Mit dem Skelett. Und man sieht sogar unser Hanf. Irre, oder? Wo ist LP Schmiede sein Turm? Der Finsternis hat er den genannt.
Herzlich willkommen vom Bunker von Switch. Okay. Wow, hier entsteht aber auch ein kleines Schlösslein. Oder eine Kirche oder so. Also ich weiß nicht, wo ich überhin fliegen soll. Am besten wäre, wenn wir uns mal zusammen machen. Wenn einer sein Gebäude zeigen will. Da stand doch gerade was. Bin ich blind gewesen. Ich höre mal dieses Steingeräusch. So. Ja, man muss sich auch mal die Zeit nehmen, das mit der Community auch mal angucken, ne? Das ist, dafür machen wir das Ganze ja. Und wenn ich es nie zeige, wäre es ja auch irgendwie blöd. Wow. Wow. Ich gehe jetzt natürlich nicht überall rein. Irre, ey. Boah, das sieht richtig gut aus mit dem Wasser. Richtig bunt. Mega. Cool. Boah, was für eine Arbeit. Seine eigene Mine. Ey, ist das eine Dungeon? Tatsächlich. Er hat eine eigene Dungeon. Der Kerl. Der hat eine eigene... Boah, was ist das denn für eine Dungeon? Mega. Aber ist natürlich alles leer gefegt. Wir müssen hier sogar springen? Ja, das ist eine Dungeon. Krass. Okay. Unter seine Hütte. Ob er das weiß? Bestimmt weiß er das. Okay. Weltlade. Wir haben nicht so viel Zeit. Spieler Big Ben 007 ist beigetreten. Okay. Steffi hat uns verlassen. Boah, wie es aussieht, ne? Auch wenn die wird noch nicht geladen. Sieht schon irgendwie schön aus. Svens Fischer Hütte. Jetzt nochmal tief in die Erde rein. Und das erkenne ich sofort, Kinnig. Okay, ich würde sagen, da fahren wir ein bisschen gucken wieder. Ich springe auf dem Glasdach rum und sage einmal Hallo. Und ja, bis zur nächsten Folge. Ich glaube, wir werden... Hört mal. Wir werden wohl anfangen mit dem Campingplatz. Das wäre eine Idee, ne? Immer zwischenzeitlich nach hier kommen, damit wir mehrere Projekte haben. Da müsste ich so langweilig sein und immer nur eine Sache gebaut wird. Und... Ruhe! Hup! Gemein, das ist Cheaten. Okay. Ab ins Bett. Klappe zu, Affe tot. Und ihr macht keinen Mist. Steffi habt ihr ja schon verscheucht. Das schwangere Schwein ist weg. Bis zur nächsten Folge.